Bevor wir gleich mit der Qigong-Übungseinheit zur Schlange beginnen, eine kurze Hintergrundinfo für dich. Die Schlange steht für Beweglichkeit, aber nicht einfach nur Beweglichkeit, sondern die Beweglichkeit in Abhängigkeit zu unserer Stabilität. Beweglichkeit von Knochen und Gelenken, ja, aber nur so, wie sie es auch selber zulassen. Das heißt, unsere Beweglichkeit darf sich gerne inspirieren lassen von einer Schlange, wie sie sich scheinbar knochenlos bewegen kann. Für uns ist aber wichtig, dass sich Beweglichkeit bei uns auch immer weiterentwickelt. So wie es unsere Stabilität zulässt, so können wir auch nur beweglich sein. Das im Einklang zu entwickeln und zu üben, das ist die Aufgabe unter anderem von der Schlange. Wir beginnen unsere Übung mit einer Seitstreckung, indem wir dem Kopf folgen und uns nach rechts strecken. Der Kopf führt die Bewegung an und der Rest des Oberkörpers folgt. Wirbel für Wirbel strecken wir uns nach rechts und mit der nächsten Ausatemphase rollen wir wieder auf. Einmal gerade ausrichten. Mit der nächsten Einatmung strecken wir uns nach links. Der Kopf führt und der Rest der Wirbelsäule folgt. Schultern und Arme sind entspannt. Und beim nächsten Mal ausatmen rollen wir von der Hüfte aus Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Halten wir die Streckung aufrecht, bewegen uns aber nicht weiter. Einatmen, strecken. Und beim dritten Mal ausatmen, rollen wir wieder auf und kommen in unsere Ausgangsposition. Nach links. Einatmen. Ausatmen, Streckung halten, gleichmäßig auf beiden Füßen dabei stehen und tief in den Bauch atmen. Beim nächsten Mal ausatmen, wieder aufrollen und wir kommen in eine aufrechte Position. Wir öffnen den Schritt, wir verbreitern den Stand. Nehmen die Hände an die Hüfte und mit der rechten Hand machen wir einen Fingerstich nach vorne, gefolgt von einem linken Fingerstich. Die Hände wechseln einander ab, sodass die eine Hand zurückgeht und währenddessen die andere Hand nach vorne geht. Die Fingerspitzen führen dabei die Bewegung an und der Rest des Armes folgt. Die Schultern bleiben dabei schön gerade. Und du atmest ganz natürlich tief in den Bauch. In der gleichen Position gehen wir jetzt bloß tief in Mabu, dem tiefen Pferdestand. Füße sind annähernd parallel und das Gesäß ist auf Kniehöhe. Du könntest einen Stock auf deine Oberschenkel legen und er dürfte nicht runterrollen. Hüfte sinken lassen und genießen. Zusammen und als nächstes gehen wir in die Hocke, setzen die Hände auf. Dabei bewegen wir uns im Uhrzeigersinn einmal rum und danach das Ganze rückwärts. Da
Dabei verteilt sich das Gewicht angenehm, mal von mehr von den Füßen nach vorn auf die Hände und wieder zurück. Lasse zu, dass du die Hände und die Füße in den Gelenken so bewegst, wie du es vielleicht sonst nicht so oft tust. Ziel ist eine gleichzeitige Mobilisierung und Kräftigung unserer Gelenke. Im nächsten Schritt nehmen wir die Hände zusammen. Drücken mit den Ellenbogen leicht die Knie auseinander, sodass wir die Hüfte öffnen und angenehm aufdehnen. Okay, dann wieder aufstehen. Und im nächsten Schritt wollen wir gemeinsam die Übung der Schlange machen. Öffnen den Schritt, die Hände gehen an die Hüfte und die rechte Hand geht als Fingerstich, Handfläche nach oben, nach vorne, Schultern bleiben hinten, die Hand kommt wieder zurück. Von unten führen wir die Hand nach oben, der Blick folgt dem Handrücken und wir kommen auch mit der Ausatmung gleich wieder zurück. Einatmen, die Hand geht seitlich hoch am Ohr vorbei, streckt sich nach links und gleichzeitig gehen wir tief. Wir stehen tief in Mabu und der Arm streckt sich nach vorne über die Fingerspitzen. Mit der Ausatmung kommen wir zurück und machen eine Ausgleichbewegung nach vorne. Das gleiche mit links. Einatmen nach vorne. Zurück. Einatmen von unten nach oben, der Blick folgt dem Handrücken, ausatmen zurück, seitlich hoch am Ohr vorbei, nach rechts plus tief gehen. Die Handfläche zeigt entweder nach vorne oder leicht nach oben und vom Gefühl strecken wir uns über die Fingerspitzen noch ein Stück weiter. Kommen zurück, atmen aus. Einatmen nach vorne. Ausatmen zurück. Mit rechts nochmal einatmen. Und aus. Einatmen. Strecken leicht nach hinten. Ausatmen zurück. Einatmen, strecken nach links, dabei schön mittig tief gehen. Für 3 Atemzüge bleiben wir hier. Und mit dem 3. Mal ausatmen, kommen wir zurück. Die Hand kommt wieder an die Hüfte. Einmal geht sie noch nach vorne. Einatmen, ausatmen, zurück. Ein letztes Mal mit links. Strecken, einatmen, ausatmen, zurück. Einatmen, nach oben nehmen, leicht nach hinten strecken und zurück. Einatmen, seitlich hochnehmen, nach rechts strecken. Mit dem Blick gucken wir schön nach rechts. Wir spüren die Dehnung in der linken Seite. Kommen mit der Ausatmung zurück. Einmal nach vorne strecken. Ausatmen zurück. Dann kommen die Füße wieder zusammen und wir beenden unsere Übungsroutine zur Schlange.